Hallo liebe Freunde des gepflegten Wirtschaftssimulationsspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Rise of Industry. Ja, wir sind immer noch am gleichen Punkt. Wir müssen hier irgendwie mit dem Wasser klarkommen. Wir haben halt hier nicht genug LKWs, um die zu verteilen. Eigentlich müsste man, wenn man mehrere Destinations einrichten könnte, könnte man das Wasser halt eigentlich direkt machen. Man könnte es auch jetzt schon direkt machen. Man könnte ja einfach sagen, er versorgt die Farm, was ja theoretisch auch eigentlich geht. Aber dann machen wir einfach mal, guck mal hier. Dann nehmen wir das Wheat hier mal raus. Und die Vegetables auch. Und er bekommt jetzt als Destination die Vegetables. Und zwar Crop Farm 1 Vegetables. Mit 4 LKWs. Was ja rein theoretisch reichen müsste. Und er bringt mit 2 LKWs zum Weizen. Machen wir mal dran. Halt. Hallo? Farms. Wheat. Machen wir mal 3 LKWs. Hallo? 3 LKWs. So. Damit haben wir das Wasser hier auf, also hier auf die Farmen zumindest direkt verteilt und nehmen nicht den Umweg über die über das Truckdepot. Und könnten jetzt, wir könnten jetzt das Glas in das Truckdepot schaffen und dann von hier aus das Glas zum Hardware Store bringen. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Dann geben wir ihm mal eine neue Destin. Naja, wohl, nee. Nee, nee, das, wir haben ja, wir bringen ja das Glas hier runter. Wir wollen ja, dass das effektiver geht und das geht natürlich, ja. Okay. Bad PR, Electric Wire. Electric Wire Price 25% nach unten und Innovation Apple Movie, das hatten wir gerade schon, okay. Wir müssen einfach zusehen, dass diese Truckdepots einfach mehr von diesen Trucks hier haben, von diesen Slots. Weil dann ist das Problem eigentlich gelöst, mehr oder weniger. So, wo haben wir jetzt so viel Wasser? Hier. Na was denn? So, geht auch noch. Storage 48 und hier 2. Er versorgt jetzt, glaube ich, die Vegetables, ja. Mit Wasser. Ich hoffe, dass das reicht. Ja, sieht im Moment so aus. Ja, meckert jetzt hier öfters mal rum, dass Wasser einfach hier. Ja, wir müssten halt eins von den Teilen hier abschalten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir können das Building abschalten. Turn off Warehouse Pickups. Wir haben noch kein Warenhaus, also kein Lager in dem Sinne. Schade ist, dass sich hier nichts bewegt. Ne? Hier rauchen zwar die Gebäude, aber die Bagger hier bewegen sich zum Beispiel nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann noch hinzugefügt werden soll. Ob das auch ein Punkt ist, der noch fehlt. Aber so ein bisschen Gebäudeanimation wäre auf jeden Fall schon nice. Ich kann das hier. Ich kann die Harvesters nicht einzeln, oder? Oder muss ich dann. Kann ich die einzeln mit. Hallo? B? Na, ich traue mich jetzt nicht auszuprobieren. So, wir haben jetzt im letzten Monat wieder 15.000 Minus gemacht. Wie ist denn hier das Storage? 9 Weizen. Wir kriegen das Weizen nicht hier rein. Das ist echt kacki. Äpfelpreise sind wieder ein bisschen gestiegen. Das ist gut. Und, und die sind immer noch nicht, die Nachfrage ist immer noch nicht erfüllt. Also der Aufwand, den wir hier machen, um hier runter die Äpfel zu bringen, der steht eigentlich in keinem Verhältnis, ne? Weil ich glaube, hier verdienen wir hier mit den Äpfeln was? Na doch, eigentlich mehr. Eine Unit stored beim AI, also von der KI und eine von uns. Und wir haben eigentlich zu viel Wasser, wir müssen einfach von diesen Harvestern zerstören.
Wie ist hier die Lage mit Storage? Der ist leer. Wie ist hier die Lage mit Storage? 8. Habe ich die Route nicht auf 6 angelegt? Bin ich denn doof? Ja. Ach so, durch das Upgrade der haben die... Moment. Plus 2 Trade Trucks Capacity. Das heißt also nicht, dass... Also ich hab's nochmal falsch verstanden. Es ist nicht so, dass wir mehr Trucks haben, sondern die Trucks haben mehr Kapazität. Oh Gott. Ja, verstanden. Das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass wir hier 15 Weizen, das ist auch kein Wunder, wenn wir das nie wegtransportiert kriegen. Das ist ja nicht das Ziel. Lieber öfters fahren, ne? Also mal gucken, ob das jetzt zur Konsequenz hat, dass sich hier Zeug lagert. Weizen. Ja, okay. Gut, ich hab's verstanden. ist egal. So, zweimal Weizen. Wie sieht's aus mit den Veggies? Veggies gehen komischerweise. Die werden besser abtransportiert. Na, wobei jetzt, wenn wir... Wir lassen das mal jeweils bei 2. Ich glaube, das ist besser. Wo sind die Veggies? Ah, hier. So. Bei den Äpfeln... Von wo gehen die Äpfel? Die gehen von 4 nach 3. Ja, okay, das ist okay. Und das Glas. Und die Äpfel, werden die direkt gefahren, oder was? Destination Farmer. Ah, der bringt die Äpfel direkt zum Markt. Okay. Ja, pff. Okay. Und das Glas kommt halt auch von hier oben. Ja. Das heißt, hier müsste sich eigentlich auch Glas ansammeln. Ja, gerade nicht. Aber immer noch Wasser. Habe ich das nicht verändert? Ja. Das ist das letzte Wasser, was hier noch liegt. Und wir haben die... Ah ja, okay. Komm her, weißt du was? Dann hauen wir das mal weg, sonst liegt das noch Ewigkeiten da drin. Oh, wir haben mal Plus gemacht. Wir sind mal im Plus. Meine Güte. Ja, wir kriegen das Zeug hier nicht raus. Das ist echt doof. Also ich habe echt keinen Bock, noch ein zweites Gebäude hier zu bauen. Aber ich werde da wohl nicht drum rumkommen. Oh, was ist hier? Storage ist voll. Okay, wir haben zu viel davon. Wir können natürlich versuchen, jetzt hier mal als Destination... können wir nicht. Hahaha. Glasswork and Smelter, ja. Dann komm her, dann reißen wir einen von den Harvestern ab. Bringt uns sogar 75.000. Ja, Weil wenn wir eh zu viel Sand haben, dann... Pff. Ja, 34 Sand. Es kostet ja nur Geld, das zu produzieren, ne? Also... Dann reiße ich ihn natürlich einfach ab. Dadurch haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld verdient im letzten Monat. 75.000 kommt da jetzt mit drauf. Aber wir haben hier auch 156.000 verdient. Also im Netto dann 31.000. Das ist ziemlich gut. Oh, und wir haben einen Forschungspunkt. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir den haben. Bei Gathering. So. Dispatch Slots. Ab geht's, ne, würde ich sagen. Perfekt. Haben wir sonst noch irgendwo was? Wir haben bei Farming einen Punkt sogar. Das habe ich ganz übersehen. Wir könnten jetzt auf die Plantage gehen, um auch Kakao anzubieten. Wir könnten... Was können wir denn hier machen? Wir könnten Oranges und Grapes anbieten. Da gucken wir doch gerade mal, was uns jetzt mehr Geld bringt. Haben wir hier noch... Nö. Ich glaube, wir müssen dann wirklich auf ein zweites Truck Depot gehen. Anders funktioniert es ja einfach nicht. So, also der Kakao bringt uns 2700. Kein guter... Und der wird hier sogar noch beliefert.
Das ist ja strange. Da wird noch Kakao hingeliefert. So, was haben wir hier? Oranges 4400 wird auch beliefert. Vermutlich von dem hier unten. Anders kann ich mir es nicht erklären. So, und was war das andere noch? Das war das hier. Ja, also Weintrauben lohnt sich, würde ich sagen. Dann... Nee, nicht abreißen. Ich drücke immer die falsche Taste. Farming. Jetzt muss ich halt mal... Halt. Plantage war das. Plantation, type of farm that grows... Ja. Okay. Was haben wir hier? Production Alert. Sand is full. Storage 38 von 40. Und hier Storage... Naja, okay, wir haben zu viel Sand. Wir haben zu viel Sand, meine Damen und Herren. Aber egal. Wir wollten jetzt die... Genau. Orange und... Aber ich verstehe gerade nicht. Berries und Cutten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das sind Grapes. Und was sind dann Berries? Ja, das ist wieder so eine Übersetzungsding. Halt, jetzt Forschung. Wir machen das jetzt hier. Genau. Unlock. So. Damit haben wir auch hier die Punkte freigeschaltet. Das haben wir also weniger Kosten und so einen Spaß. Das ist ziemlich geil. Und jetzt bauen wir bitte mal hier. Eigentlich direkt daneben. Was wollen wir denn anbauen? Ne, Äpfel eigentlich nicht. Wir können also hier, Vineyard, Set. Yes. Jetzt hat sich's geändert, okay. Dann brauchen wir eine Straße. Und wie sieht das mit dem Wasser jetzt hier aus? Voll. Das heißt, wir können hier eine zweite Destination einrichten. Und zwar den Grapes. Welche Farm ist das? Orchard 3. Ah, hier. Und bringen dort zwei LKWs hin. Gut. Damit haben wir alle fünf LKWs. Also es muss noch einen Punkt geben, dass man hier auch mehr LKWs bekommt. Das muss noch irgendein Forschungspunkt sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wir wollen natürlich ein paar mehr Felder haben, oder? Warum ist jetzt hier... Wir müssen überhaupt erstmal Felder bauen. Hahaha. Okay. Vielleicht schicken wir ihm auch... Können wir hier noch weiter? Ne, wir können noch mit zwei LKWs dahin. Okay. Gut. Und er, würde ich sagen, bringt sein Zeug direkt zum Markt, weil wir haben wir eh keine LKW mehr. Commercial. Camden Farmers Market. Bam. Mit drei LKWs. Ab geht's. Mal gucken, wie effektiv das wird. Zwei Felder werden bewirtschaftet. Das nächste Wasser ist unterwegs, schätze ich mal. Jupp. Und da fahren auch schon die ersten LKW mit den Berries. Geiler Scheiß. Jetzt wird Geld verdient, meine Damen und Herren. Wir sind bei 145.000 diesen Monat. Ich glaube, das mit dem Wasser ist noch nicht so ganz. Läuft noch nicht so ganz. Wir müssen dann auch mal die Straßen upgraden hier.
Also, wenn wir dann wieder Forschungspunkte haben. Wir haben einen Forschungspunkt. Wo haben wir den denn? Nochmal bei Farming. Okay. Wir könnten jetzt tatsächlich schon auf Livestock-Farms gehen. Oder wir gehen auf die Plantagen. Was haben wir denn da zur Auswahl? Wir haben Sweets, Kakao und Sugarcane. Was können das Ding denn standardmäßig anbauen? Berries und Cutten. Das heißt, wir müssen direkt den Kakao freischalten, weil sonst bringt uns das hier überhaupt nicht. Und was ist das nächste? 5 Felder bewirtschaften. Ist mega unspannend, weil Berries und Cutten können wir hier, glaube ich, eh nicht verkaufen. Wollen die Cutten haben? Also Baumwolle? Ich glaube nämlich nicht, ne? Also von daher bringt uns das gar nichts. Das heißt, wir können eigentlich direkt die Livestock-Farm freischalten. Weil was anderes gibt es ja jetzt bei Farming nicht. Weil alles andere ist coming soon. Wie gesagt, Early Access. Deswegen, ja, forschen wir halt die Livestock-Farm. Brauchen sie im Moment nicht. Wir könnten halt jetzt Milch. Was ist das jetzt? Unlocks Cows and Sheep. Und was macht die standardmäßig? Can build Livestock Farm, unlocks Chickens. Okay, Eier. Wie effektiv ist das mit Eiern? Eier, ja, 6600. Und die wollen auch richtig viel davon. Wäre natürlich eine Überlegung wert. Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen, jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Jetzt müssen wir wirklich anfangen, Geld zu verdienen hier. Sehe ich eigentlich bei den Analytics hier, ob das den Geld verdient? Dispatch Cost 13.000. Wie ist denn hier die Dispatch Cost? Wollen wir mal vergleichen. 78.000. Aber es hat Lifetime. Last Month, da war der ja sogar günstiger. Krass. Truck Dispatched. Würde man wissen, ob... Also das ist halt ein bisschen schlecht. Man sieht nicht so richtig, ob hier Gebäude auch Geld abwerfen. Also ob sie Gewinn machen oder ob sie nicht effizient arbeiten. Das ist hier noch ein bisschen intransparent. Oder untransparent. Naja. So. Hier ist immer noch zu viel Wasser. Fashion Trend. Glassware. Oh, geil. Das ist natürlich nice. Die Glaspreise steigen um 35%. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob damit das normale Glas gemeint ist oder das verarbeitete Glas. Weil das ist nur Glas und nicht Glassware. Vermutlich also steigen die Preise dann nicht. Wie sieht das Storage aus? Eigentlich ganz gut. Wir bekommen das Glas also sogar los. Oder wir gucken mal hier. Storage, ja. Bekommen wir also los. Ja, wir haben immer noch zu viel Sand. Und das Geile ist, dass wir jetzt auch gerade plus 25% hier Produktion haben. Das ist natürlich nice. Wir könnten auch Stahl produzieren. Na gut. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge für heute. Wir kommen langsam ein bisschen vorwärts. Wir sind mittlerweile auch an dem Punkt, dass wir, glaube ich, ein bisschen Plus pro Monat machen. Das ist auf jeden Fall gut. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Wünsche und Kommentare und Hilfe natürlich gerne, ja, in das Kommentarefeld. Und ist schon ein bisschen spät gerade, wo ich hier aufnehme. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Rise of Industry. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.